So, Leute, da sind wir beim nächsten Booster. Wir sind weiterhin nochmal in so einem kleinen Nostalgia-Trip. Das hatte ich ja schon mal gemacht. War of the Spark. Für viele Leute ja das Set schlechthin. Ich persönlich muss halt sagen, so, da gehen auch andere Sachen. Und gucken wir uns mal an, was War of the Spark zu bieten hat. Wir haben Blind Blast. 3 Mana Instant fügt einen Schaden zu und okay. Ah, die Kreatur kann ich blocken. Und danach ziehen wir eine Karte. Kioras Dambreaker. 6 Mana, 5-6. Wenn ins Spielfeld kommt, Proliferate. Also legen Marken irgendwo drauf, wo schon Marken drauf liegen. Return to Nature. 3 Mana Instant. Wir zerstören einen Artefakt, Verzauberung oder bringen eine Karte aus dem Friedhof zurück auf die Hand. Richtig starke Karte. Iron Bully, 3 Mana 1-1 mit Menace, muss also von 2 oder mehr Kreaturen geblockt werden. Und der kriegt eine +1/+1 Marke auf eine Kreatur, wenn er ins Spiel kommt. Okay, interessant. Continuous Plants, 2 Mana Proliferate und dann ziehen wir eine Karte. Okay, strange. Spark Harvest, ein schwarzes Mana. Das Ding muss man eine Kreatur opfern oder 4 Mana bezahlen. Und dann zerstört man eine Kreatur der Planeswalker. 5 Mana zerstört Target Creature Planeswalker. Nicht so bad. Snare Spinner, 2 Mana 1, 3 Reach und immer wenn der Kreatur mit fliegend blockt, kriegt er +2/+0. Okay. Oh yes, 2 Mana 2, 2. Großartiger Effekt, nämlich kein Effekt. Das ist eine Vanilla-Kreatur. Wanderer Strike, 5 Mana, wir exilen eine Kreatur und proliferaten danach. Für 5 Mana im Kampfslot, echt cool. Avern Eternal, 3 Mana 2, 2 fliegend. Wenn er ins Spiel kommt, Amass 1. Das heißt, wir legen eine +1/+1 Counter auf einen Zombie-Armee-Token, den wir haben. Oder wir kreieren einen 0-0 Zombie-Armee-Token mit einer +1/+1 Marke drauf. Elite Guardmage, 4 Mana 2, 3 fliegend. Wenn er ins Spielfeld kommt, kriegen wir 3 Leben und ziehen eine Karte. Paradise Druid, 2 Mana 2, 1. Hat Hexproof, solange er enttappt ist. Tappen für Mana beliebiger Farbe. Sehr, sehr cool gespielte Karte. Nahiri's Storm of Stone. 4 Mana, 6 Marken. Kreaturen, solange es euer Zug ist, haben Erstschlag und Effekte zum Aktivieren, die ausrüsten, kosten 1 Mana weniger. Ja, und minus X, wir fügen X einer getappten Kreatur zu. Ja, es ist ganz nett. Vivian's Arkbow, 2 Mana legendäres Artefakt. Gefühlt habe ich den auch schon 5 Mal aus diesen Packs gezogen. Und für X Mana tappen, werfen wir eine Karte ab, gucken uns die obersten X-Karten von unserem Deck an. Und nehmen eine Kreaturenkarte, Mana kosten X oder weniger, und bringen sie ins Spiel und den Rest legen wir unters Deck. In einer Random Order, okay. Krass. Mountain und ein. What the fuck? Citizen Token. This creature is all colors. Wer macht denn den Citizen Token? Ich weiß es nicht. Ich weiß, War of the Spark ist ein cooles Set. Und ich hoffe, wir kommen da nochmal zurück. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Black Seed. Ciao, ciao. Thank you.